Bei unserem nächsten Projekt Open Daytown geht es wieder darum, wenn man sich durch die Stadt bewegt und Daten einsammelt und was dann daraus folgt und was man damit macht. Und das wird uns jetzt präsentiert von Johannes, Charlie, Josh, Paul, Matteo und Felix. Einen ganz herzlichen Applaus für Open Daytown. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich mag Daten. Und am liebsten mag ich offene Daten und Statistiken. Und wir haben uns gedacht, was könnte man denn schön für Daten über Städte sammeln? Und da haben wir gedacht, okay, wir legen jetzt mal einen Fokus darauf, ob es eine Korrelation zwischen Wahlplakaten bestimmter Parteien und den Orten, an denen diese so zu finden sind, gibt. Also zum Beispiel sind grüne Plakate häufig in der Nähe von Parks, aber auch Korrelationen von einzelnen Elementen von Städten. Und dies wollten wir halt visualisieren und irgendwie interaktiv gestalten. Genau. Ja, konkret gelöst haben wir das eben durch eine Karte und die Idee ist, dass Nutzer, die jetzt beispielsweise in Berlin leben, durch die Stadt gehen können und wenn sie Objekte sehen, wie beispielsweise eine Wiese, die verdreckt ist, dann können sie da stehen bleiben und ihre GPS-Location wird eben getrackt und sie tragen da eben ein, hier ist jetzt eine dreckige Wiese. Genau, diese Punkte werden in unterschiedlichen Kategorien eingetragen und die Idee ist eben, dass man eine relativ große Userbase oder eine Userbase hat, eben, die dann da ist und die so quasi Daten generiert, die interessante Verhältnisse in der Stadt aufzeigen können. Also im Frontend haben wir hier, wie man sieht, eine OpenStreetMap kombiniert mit HTML, CSS und JavaScript, wodurch wir hier so schöne Icons einfügen können und unsere GPS-Daten tracken können. Der ganze Server läuft auf einer Ruby on Rails-Installation und einer MySQL-Datenbank. Und in der MySQL-Datenbank haben wir auch noch, das lädt nur gerade nicht, haben wir auch noch ganz viele Daten von einer Kamera-Installation, also einer Datenbank, die ganz viele Inhalte enthält, wo was für Kameras sind, haben wir da eingebettet, indem wir dieses JSON-Format in entsprechende SQL-Abfragen umgewandelt haben und auf der Tabelle ausgeführt haben. Genau. Leider laden die Kameras jetzt nicht. Die werden eigentlich hier angezeigt worden, wo überall Überwachungskameras sind. Und wir haben noch ein paar Pläne, wie sowas in Zukunft weiter aussehen könnte. Und speziell stellen wir uns eben vor, Filter zu haben, über die man dann bestimmte Korrelationen eben in Graphen oder Statistiken gut darstellen kann. Und dadurch, dass jeder dann halt dazu beitragen kann, dass die Stadt ein besserer Ort wird. Und das kann auch langfristig bei Stadtplanung und verschiedensten Projekten eben helfen. Vielen Dank. Ja, gut, dass du das gerade noch angesprochen hast, weil ich habe mich das auch gefragt, was folgert dann daraus sozusagen, wenn man die ganzen Daten hat, was macht man dann, welche Handlungen passiert dann? Man kann das ja noch mit vielen anderen Sachen auch kombinieren. Also zum Beispiel müssen ja die Parteien, ich glaube, eine Woche nach einer Wahl ihre Wahlplakate abgehängt haben. Und wenn die dann noch hängen, kann man das, glaube ich, beim Bezirksamt melden und dann kriegen die vielleicht eine Strafe. Also vielleicht könntet ihr das zum Beispiel damit kombinieren, wenn man einer bestimmten Partei besonders auf den Teppich kacken möchte oder so. Ja, und das ist ja auch... Das ist ja das Gute gerade an so offenen Daten. Jeder kann eben drauf zugreifen. Und Leute können eigene Filter erstellen und können eigene Korrelationen rausfinden und können ganz viele verschiedene Dinge eben mit diesen Daten dann machen. Und das ist eben das Schöne daran. Wichtig ist auch, dass es uns jetzt nicht darum geht, im Sinne so quasi so Aufgaben zu machen, also Sachen, da liegt Müll rum, den räumen den weg, sondern dass es eher so ist, wir zeigen die Daten und die Leute sollen dann quasi ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen. Ah, sehr gut, dass du das nochmal erklärt hast. Super, ganz vielen herzlichen Dank an Daytown. Applaus